anstößiges Golden Globe Video, Shitstorm für Sarah Hyland. Witzig oder einfach nur geschmacklos? Diese Frage stellen sich zurzeit wohl viele Follower von Modern Family Star Sarah Hyland, 27. Bei den Golden Globes, die dieses Jahr ganz im Zeichen der Raute MeToo-Bewegung standen, trug die Schauspielerin noch solidarisch schwarz. In einem kurzen Clip nach der Show zeigte sie sich dann aber weniger taktvoll und erntete dafür gerade einen heftigen Shitstorm. Das Instagram-Video zeigt einen kurzen Sketch der New Yorkerin nach einer After-Show-Party. Die 27-Jährige steht angetrunken in einem Aufzug und flirtet mit einem Hotelpagen. Als sie den Fahrstuhl verlassen will, stolpert sie und fällt in die Arme des deutlich älteren Mannes, bevor sich die Türen vor ihr schließen. Viele User erinnert diese Szene einfach zu sehr an den erst kürzlich aufgedeckten Hollywood-Sex-Skandal. Schnell häuften sich Kommentare, die den Clip vor allem im Hinblick auf das Klima der Veranstaltung als absolut geschmacklos bezeichnen. Der TV-Star selbst kann die Aufregung um ihren Post offenbar nicht ganz verstehen. Eine Entschuldigung folgt nämlich nicht. In einem kurzen Statement schrieb sie lediglich: "John der Hotelpage ist ein sehr netter älterer Mann. Und zu eurer Information, ich bin komplett nüchtern."